synchronisieren. Oh ja. Na, und runter geht's. Während wir stürzen, werfe ich nochmal einen schnellen Blick auf die Karte. Da gibt's noch einen Almanach, eine Seite. Die hole ich mir natürlich. Gibt hier. Verdammt! Gibt hier zwei oder drei. Sogar. Mal sehen, wie viele ich bekommen kann davon. So, da ist die. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube, hier rüber ist schneller. Okay. Kranker Scheiß. Okay, da kann er offenbar doch hoch. Nein! Wo ist sie? Da ist sie. Jawohl. Sehr schön. Die haben wir. Nächste. Direkt voraus. Nur toll, da drüben ganz. Alter Schwede, ey. So, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ups. What the fuck? Wo ist die denn? Hä? Wollen die mich verarschen? Okay, wie auch immer, da fehlt mir irgendwie ein bisschen, naja, die Seite. Runter, du Spinner! Ja, ja, ist ja gut. Halte den Mann. Ach, komm schon. Und tschüss. Tomahawk. So, den Aussichtspunkt nehme ich hier direkt nochmal mit. Woo! Alter Schwede. Was für ein Sprung. Oh, cool. Jawohl, ja. Und eine weitere Almanach-Seite. Aus dem Almanach von 1733 Band 2. Da wird es sicher noch die eine oder andere Seite geben, die mich zur Weißglut bringen wird. Weil ich sie einfach nicht kriege. Ich sehe es schon kommen. So. Noch einmal synchronisieren. In Richtung Südosten. Da ist eine Schatztruhe. So, was wurde denn alles aktualisiert auf der Karte? Noch eine Almanach-Seite? Zwei sogar noch. Ja, die muss ich mir ja noch holen, ne? Geht ja schlecht. So, bevor der hier Stress macht. Der Hund. Ja, Schlösser knacken. Aber ja. Ja, das klappte doch mal ganz gut. Ja, okay, gut, habe ich offen. Jawohl, nochmal Geld bekommen hier ordentlich. So muss das sein. So muss das sein. So, was haben wir da? Laden, Kuriermission. Ich hole mir erstmal das Almanach. Alter. Können die sich da nicht verpissen? Müssen die im Weg rumstehen? Oh! Ist das hier vielleicht noch so ein Schnellreiseding?
Hat so ein bisschen den Anschein, ne? Okay, oben auf den Dächern wieder, das heißt. Okay. Okay. Das war fast gar nicht unheimlich. Nee, hier, doch. Bringt hier wohl was. Oh, jetzt verfolgen die mich. Oh. Ach, scheiße, wenn man so behindert ist, was? Ach, komm schon, ihr kriegt mich doch eh nicht. Jawohl, ja. Und die nächste Seite oder die letzte hier in dem Gebiet. Bam! Ach, Ruhe hier. Oh! Hui! Das war knapp. Hätte auch schief gehen können, also richtig schief gehen können. Okay. Mahahaha! Drecksplagen. So. Ja, rüber da. Ob. Da haben wir es. Jawohl. Sehr gut. Und eine weitere Seite gehört uns. Dann würde ich sagen, jo, nächste Hauptquest, ne? Nächsten Zielort. Vom Winde verweht. Erfolg freigeschaltet. Ja, das, den zweiten Band von 1733 haben wir voll. Plan für eine neue Erfindung freigeschaltet. Dann bringt das ja richtig, was die zu sammeln. Neue Erfindungen bekommen. Im Brunnen kann man sich auch wieder verstecken. So. Dann sind wir ja gleich da. Gut. Zerstören wir die verkackten Drucker. Das senkt wahrscheinlich auch nochmal den Bekanntheitsgrad. Zack, und Tür öffnen. Ah, nicht lang zögern hier. Okay. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ach so, er ist schon da. Aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst. Jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Ah, das hängt wahrscheinlich auch nochmal dem Bekanntheitsgrad. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Druckereien. Durch die Bestechung von Druckern können sie ihren Bekanntheitsgrad erheblich verringern. Okay. Schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Mhm. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Oh ja. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Weil dir niemand zuhört. Ist das dann ernst? Oh, gerade hier ein bisschen Frame-Einbruch. Hier wären wir. Ah, okay. 30 Frames wieder. Und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Nice. Oh, ich zähle darauf. So richtig?
Okay. Ah, interagieren. Musste erst noch das beenden. Alter Schwede. Sag mir nicht, es gibt hier noch mehr. Okay. Wohin soll ich denn überhaupt? Boston. Grenzland. Devonport. Wohin soll ich überhaupt? Devonport, ne? Auf. Nice. Ah, okay. Da oben ist das also. Jetzt bin ich hier unten aus irgendeinem Grund. Mit dem Schiff bin ich wahrscheinlich hier angekommen. Oh, kann ich da vielleicht rauf und irgendwas finden? Will ich sehen. Das will ich sehen. Sieht da ziemlich heruntergekommen aus. Aber wer weiß, vielleicht haben die Leute da ja was an Bord vergessen oder so. Ich guck mich einfach mal hier kurz um. Okay, oder hier ist rein gar nichts. Oh. Das klang nicht gerade gesund. Scheiße. Verschluckt. So. Ja, dann geht's jetzt ein Stück zurück. Ne? Ich glaube, ich unterbreche eben kurz die Aufnahme und mache das zurück, weil ich sehe gerade, ich habe nicht mal allzu viel Speicher und ich will noch ein bisschen länger aufnehmen, deswegen bis gleich. So, da bin ich wieder und ich laufe gerade klitschnass durch den Schnee. Das kann ja nur gesund sein, ne? So. Sind gleich wieder in Devonport. Mal schauen. Ja, welche Mission quasi als nächstes anliegt. Was als nächstes gemacht werden soll. Oh, sind schon da beim Haus. Betreten. So, Alter, was geht ab? Mission starten. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Eine versteckte Klinge. Jawohl, ja. Sogar zwei? Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist los? Oh mein Gott! Beeilen zur Hilfe. Was geht ab? Ja, ist ja gut. Ein Bär mit der steckenden Klinge töten. Okay, wird gemacht. Alter, beruhig dich mal. Schrei hier nicht die ganze Zeit rum. Ja, ja. Ja, ja, los. Mach! Keine Zeit, bitte komm! Aha. So. Mit der versteckten Klinge sollen wir ihn töten, das kriegen wir hin.